bin jetzt eh schon total kaputt. Da kann ich jetzt auch nachher noch kaputter sein. Das ist mir egal. Was war das? Das war ich. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Lightyear Frontier. Ich habe sogar den Namen behalten. wir suchen gerade, ich bin mir gerade nicht sicher, was wir suchen. Ich laufe dem Epi einfach. Oma-Pflanze oder sowas, oder wie das heißt. Chroma-Dingsbums-Pflanzen, genau. Chroma-irgendwas. Und der Unterzeit, genau. Unterdessen in der Zeit, wollte ich eigentlich sagen. Das sind aber... Nee, aber das sind immer noch die, wo nichts bei rumkommt, ne? Das sind doch nur die... Ja, ja. In der Zeit hole ich diese komischen Ötzelmöck-Dinger da. Mürzel, irgendwas sammle ich hier auch schön ein. Oh, Eisen. Ich mache nochmal eben einen kleinen Abstecher zum Eisen, oder? Okay, ich habe nichts gesagt, behaupte das Gegenteil. Doch, da ist Eisen. Und hier hinten ist nichts von der Richtung, was du da... wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie es aussehen soll. Weißt du irgendwie, wie es aussieht? Ja, wie gesagt, also auf diesem Video habe ich nur gesehen, dass im Hintergrund so längliche, ich glaube so gelbliche Pflanzen waren. Die haben wir, meine ich, vorher nicht gesehen. Also in dem Bereich jetzt hier. Jetzt frag mich aber nicht, wo die das Video gemacht haben. Ja, hier an dem Baum sind gelbliche. Ach, warte mal, ist das Zeug? Nee, ne? Das sind so längliche, so ähnlich wie diese Regenwürmer sahen die aus. Ich hoffe jetzt nicht, dass das die Regenwürmer waren. Aber auf dem Bild sah es auf jeden Fall nicht wie die Regenwürmer aus, fand ich. Jetzt bin ich an der Gebirgsküste. Ist das noch das, wo wir sein wollten? Nee, wir wollten doch Treppengipfel. Nee, da muss ich wieder zurück. Ich gehe mal. Ich gehe mal hier unten an der Küste ein bisschen entlang. Nicht, dass sie irgendwo hier. Weißt du? Chromais! Die sehen wie Mais aus. Ja, ich sag doch hier unten an der Küste. Aber ich hab's jetzt so im Halbdunkel. Doch, nee, hier sind mehrere. Geht das so woanders? Hier stehen noch zwei. Komm mal hier runter. Ja, warte kurz. Ich muss eben was. Mal gucken hier. Oh. Moment, ich muss mal eben den Fotomodus hier drauf richten. Weil ich möchte natürlich auch Bilder dabei haben, wenn ich das in meinem Blog drin hab. Wo bist du denn? Was macht ihr denn? Ich bin hier am Wasser. Wasser? Ach, da unten, ja. Du siehst doch, wo ich bin. Hier, so dem Bereich. Oh, ist direkt vor mir sogar. Warte, ich komme geflogen. Moment. Du kannst ja einen wortwörtlich, und dann fliegt er auf die Fresse. Du musst also eine tolle Aufnahme von mir machen. Pass auf. Ui. Wo ist der Epi? Oh! Du kleiner Penner, du! Da, das sind die. Kannst du die auch so wegsaugen? Nee, doch. Doch, kannst du. Oh, mal Mais. Oh, warte mal, hier ist nochmal... Aber das sind nur die Samen, ne? Das müssen wir erstmal... Ja, aber besser, als wenn wir die nicht haben. Also lieber, dass es was länger dauert. Warum tritt hier auf das Tier? Irgendwie auf diesen Frosch? Schwänzel-Dingsbogen stand da. Warte mal, hier links. Oh, da sind echt viele. Not sure they appreciate a stompin' neck. Ja, ja, finden die nicht so toll. Ich weiß. Hier unten, da sind wir jetzt gerade. Also, falls ihr das auch sucht, ihr könnt das auf jeden Fall hier, denke ich mal, werden immer mal wieder mehr kommen. Ich hätte es ein bisschen länger... Da vorne. Ich hätte es ein bisschen länger zeigen sollen vielleicht. Nicht, dass ich es jetzt, wirklich noch länger zeige. Hier, ja, aber ihr könnt viele. Ja auch Pause drücken. So, nur. Okay, also im Prinzip die ganze Küste hier entlang solltet ihr mal suchen. Und die tauchen meines Wissens nach erst auf. Also ich glaube, da hatten wir dann recht. Oder wenn ich hatte sie recht, braucht. Was ich gesagt habe. Wenn man es quasi freigeschaltet hat. Ja, gehen wir da. Ich sammle mal Eisen nämlich ein. Vorher kann man die nicht sehen, bevor man nicht dieses... Oh, hier ist die Höhle. Hatte ich die schon mal gezeigt? Ja, geh mal rein. Guck mal rein. Treppengipfel. Doch, ich glaube, die habe ich mal gezeigt.
Ich gehe noch mal kurz gucken, was da wieder drin ist. Aber ich glaube, da ist in erster Linie Kohle. Vielleicht auch Eisen. Das ist nur Kohle. Aua. Das ist Kohle. Wo bin ich hier? Hallo, ihr Rattenschlingel. Habe ich euch erschreckt? Das tut mir leid. Ich glaube, hier unten war ich noch gar nicht. Na doch, ich war hier schon überall. Wobei, frag mich jetzt nicht, ob das jetzt während des Let's Plays war oder während meinem privaten Stand. Ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, was ich wo gemacht habe. Oh, halt. Halt, stopp, stopp. Nicht so weit weglaufen. Da ist noch Kohle, glaube ich. Ja, Kohle. Eigentlich ist das ja doof. Kann man da so? Moment. Es tut mir leid, dass ich das jetzt mit euch hier jedes Mal mache, aber... Ich muss das für meinen Block haben. Es gibt noch zwei Rohstoffarten, die wir noch nicht hier haben in dem Gebiet. Also ich muss noch was anderes geben. Hier oben ist auch noch eine, die nehme ich noch eben mit. Oh, hier ist wieder Eisen. Ich werde gleich sowas von... Och. Äfft euch. Sowas von dunkel. Äfft euch einfach. Ja, wir haben nichts erreicht. Das wollten sie uns damit sagen. Since it's raining today, you won't have to water your crops. Why don't you sow some more seeds? They'll also benefit from the rain. Ja, würden wir ja vielleicht gerne ein paar Samen sehen. Aber wir sind gerade erstens nicht zu Hause. Und zweitens muss man die Samen, die man sehen will, erstmal... besorgen. Dankeschön. Achso, davon habe ich auch noch nicht. Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich würde euch das gerne ersparen. Ja. Wenn ihr meinen Blog kennt, dann wisst ihr, warum ich das mache, weil ich halt überall gerne noch ein paar Bilder mit dazu hätte, wie die Sachen aussehen und so weiter, weil ich da nämlich einige Postsets schon gemacht habe. Also zwei habe ich schon gemacht und es werden auf jeden Fall noch einige mehr folgen. Ja, war klar, dass ich jetzt überladen bin. Wo dann auch Anleitungen mit auf dem Blog stehen. Wie sehen die Rohstoffe aus? Wann bekommt man die? Ne, solche Sachen halt. Hier ist nichts mehr. Ich glaube, ich... Oh, oh! Hier ist auch nochmal... Wo sind wir denn hier? Wir gehen Richtung Tieflandebenen. Da sind auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5 von denen. Von dem Mais, von dem Mais. Warte, was? Das ist aber was ich schon kenne, oder? Das kann doch nichts Neues sein, nicht hier. Treppengipfel. Ach, das ist der Landeplatz. Ja, ja, das muss der... Nee, Randklippen. Ja, ja, doch, Randklippen. Da gibt es den Landeplatz und ich glaube, das Unterirdische gibt es hier. Oh, hier ist auch nochmal Kupfer. Warte mal, ich bin zwar beladen. Oh, hier oben sind auch nochmal... Das könnt ihr mir noch nicht antun, jetzt hier so viele Sachen hinzustellen, die wir brauchen. So. Dich nehme ich auch mal mit. Zack. Also die Blumen, die müssten wir auch mal bei uns hinstellen. Ich habe ganz viele jetzt schon wieder gesammelt, aber ich habe vergessen, die hinzustellen. Was meinst du? Der Händler kommt an, Achtung. Kupferablagerung. Aber das ist leer, das sieht so komisch aus. Ich weiß auch nicht. Ach, das ist... Ah, ja, das ist die Stelle, wo Kupfer... Ach, tut mir leid, ihr Lieben, ich weiß. Ihr werdet mich jetzt hassen dafür. Kann ich auch absolut verstehen. Ich muss es trotzdem tun. so. Na? Es ist sehr zeitverzögert mit dem Screenshots, muss ich sagen. Ich weiß nicht, du machst ja sowieso keine Screenshots, ne? Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht, der ein oder andere von euch, mal Screenshots gemacht hat oder vielleicht mal regelmäßig macht. Vielleicht ist euch das mal aufgefallen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es mega zeitverzögert schon seit einer ganzen Weile. Hallo? Ja, du sollst einfach nur darunter gehen. Und das nervt mich, ehrlich gesagt, weil normalerweise hatte man ja in dem Moment, wo man gedrückt hat, diesen Ton und dann hat man eben auch den Screenshot gemacht.
Mittlerweile ist es eben nicht mehr so. Und das geht mir ehrlich gesagt schon ein bisschen auf die Nerven, weil man wartet halt immer. Das ist so, als ob man die ganze Zeit am Lächeln ist für ein Foto, damit man nicht so doof aussieht. Und nachher sieht man doof aus, weil man die ganze Zeit versucht hat zu lächeln. Weißt du, was ich meine? Nein. So einen Effekt hat das. Der Epi, der sagt sowieso immer nur nein. Also auf den darf man nicht hören. Ich glaube, hier ja. oben... Ganz minimal. ich glaube, hier oben war... Oh, da kann ich noch was einsaugen. Ich wollte gerade sagen, hier oben war, glaube ich, noch so eine Dings zum... vom Kupfer, aber einsaugen ist auch nicht schlecht. Da hinten ist, glaube ich, eine Höhle. Ist da eine Höhle? Also da ist eine Höhle, aber ist das die Höhle, wo man nur ein Stück rein kann? Oder ist das eine richtige... Das ist, glaube ich, eine richtige Höhle. Ah, die machen ihren Paarungstanz. Och, die sind so niedlich, die kleinen Rattenschlingel. Da haben sie aber auch wirklich den passenden Namen für geholt, finde ich. So. Na, ihr kleinen Rattenschlingel mit eurem Paarungstanz. Ich muss nur mal kurz in eure Höhle, mal kurz alles klein hacken und dann bin ich direkt wieder weg. Keine Sorge. Dauert nicht lang. Die sind mich ja alle die ganze Zeit am Anmeckern, habe ich so das Gefühl. So, warte mal, hier haben wir noch ganz viel Kohle. Weil Kohle brauchen wir nämlich auch, um Stahl herzustellen. Also insofern ist das gar nicht so schlecht. Ich sehe gerade... Ach so, nee, doch, ich weiß doch warum. So. Kann ich nur Stunden handeln. Aber ich finde die Höhlen schon ganz cool. Also du hast halt immer recht viel, was du dann hier finden kannst. Und du hast in erster Linie entweder Kohle oder, ich glaube, Aluminium habe ich schon mal gefunden. Bin mir jetzt nicht sicher. Oh, das ist so viel einfacher, wenn du das direkt in den Mesh reinmachen kannst, ne? Statt das immer davor zu legen. Das habe ich ja auch lange Zeit nicht gewusst. Entschuldigung, aber du standst im Weg. Ich habe dem Rattenschlingel eins mit der Spitzhacke auf den Kopf gegeben. Hat keiner gesehen. Der Epi sagt schon nichts mehr. Der denkt sich, oh, was für ein... Ich bin völlig paralysiert. Ich dachte, du bist völlig, ja, durchgeknallt bist du ja sowieso, aber völlig, wo laufe ich denn jetzt eigentlich hin? Moment. Hä? Da hinten, das ist alles zum Wegsaugen. Warum hast du das noch nicht gemacht? In den Tieflandebenen. Da ist ganz viel zum Wegsaugen. Ja, dann probier's mal bitte. Kann ich nicht, weil du hast den besseren Sauger, ich nicht. Ja, aber ich brauche noch eine Stufe besser. Boah, das ist so blöd. Also vor allen Dingen, weil man da ja... Naja gut, im Moment geht's aber eigentlich. Im Moment haben wir schon viel Material freigeschaltet, muss man dazu sagen. Moment, jetzt bin ich doch in den Tieflandebenen. Wo bin ich denn? Da komme ich doch zu dem Labor, oder? Also muss ich doch theoretisch da auch vorbeikommen können und wieder nach Hause können. Kann sich nur um Jahre handeln, bis ich den Weg wieder nach Hause gefunden habe, weil ich darf ja nicht fliegen. Ich bin ja überladen bis zum geht nicht mehr. Wenn ich jetzt da reingucke, dann kriege ich die Krise. Ich könnte eigentlich noch ein bisschen Holz mitnehmen, wenn ich eh schon so extrem überladen bin. Was war denn das überhaupt? Hartholz, oder? Hartholz, ja. Nehmen wir noch mal ein bisschen davon mit. Brauchen wir ja sowieso immer wieder, wenn wir was aufbauen hier. Und ich meine, wir haben bei uns nicht so viele Bäume. Wobei ich nicht weiß, hast du mal zufällig darauf geachtet, nachdem der Tag zurückgesetzt wurde, ob die Bäume wieder da waren? Normalerweise müssten die doch da sein. Oder dauern die länger als einen Tag? Oh, länger. Hier sieht's ja aus. Das ist natürlich schlecht. Ich werde nie wieder nach Hause kommen, denn ich werde unterwegs verrecken, weil ich irgendwann so schwer bin, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann. So war der Händler bei uns. Habe ich ja gar nicht mitbekommen hier. So.
müssen auf jeden Fall nochmal größere Lager dahinstellen. So, kann ich da... Oder warte mal, habe ich hier unten noch irgendwas, was ich holen kann? Das sieht mir irgendwie so aus, als ob da eventuell... Aber ist natürlich nicht, ne? Nee, das ist auch die Ecke, glaube ich, wo ich das Kupfer geholt habe. Ja, ja. Nee, nee, dann ist hier auch nichts mehr. Gut, da ich da hinten nicht rumspringen kann, wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich meinen Weg hier rechts rum mache. Was bist du denn jetzt eigentlich wieder hinter meinem Rücken am machen? Bist du wenigstens was, bist du wenigstens fleißig und machst hier ein bisschen was sauber? Oder haben wir jetzt nichts mehr, wo du fleißig sein kannst? Müssen wir die letzten, ich glaube, zwei Ebenen? Ja, die letzten zwei Ebenen, wo wir so hinkommen, brauchen wir dafür die Verbesserung. Bei beiden. Ja, ich brauche diesen. Ich brauche erstmal. Ja, aber bei beiden. Schlauch, oder? Nein, das eine kenne ich nicht, was ich da machen muss. Hallo, ich Hallo, Schlingel. Was ist jetzt los? Och. Mann. Oh, oh, hier sind auch nochmal ganz viele. Also, ich brauche. Alter, eine was Blau- ist denn hier los? Hallo, ich brauche Stahlelektronik. Ah, nee, stopp, Entschuldigung. Ich brauche zwei rote Linsen und fünf Eisenteile. Kann ich bitte fünf Eisenteile haben? Könnte ich dir geben, wenn ich jemals nach Hause komme. Ich bin aber auf dem Weg. Ich bin noch am Treppengipfel. Dafür habe ich aber wieder fünf neue von diesem Meister. Oh, jetzt bin ich am Wasser. Moment, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ach, scheiße. Warte mal, ich muss mir eine Markierung zu Hause setzen. Das geht ja gar nicht hier. In die Richtung. Ach, guck mal, jetzt steht da auch auf, plötzlich Episode 1 LP. Ja, toll. Ach, jetzt da brauchst du dieses Chromas-Öl für Eisenteile. Deshalb habe ich auch keine Eisenteile, weil wir kein Öl haben. Ach, nee, für Mann, Eisenteile an sich brauchst du die nicht, nur für Rahmen oder so vielleicht. Nein, guck rein, du brauchst die. Ach nee, Moment, ich wollte die Eisenbarren konnte ich machen. Da brauchst du nämlich nur Kohle für. Kohle und noch irgendwas, glaube ich. Oder nur Kohle und Eisen, ich weiß nicht mehr genau. Oh nee, jetzt bin ich nicht... Was erzählt der? Was ist mit dir passiert? Aber das ist trotzdem die richtige Richtung. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich nicht tatsächlich diesen einen Weg hier gelaufen mit dieser Tür, wo wir ja noch nicht reinkommen. Aber genau den Weg bin ich jetzt gelaufen. Aber ist nicht schlimm, ich bin von der anderen Seite hier reingekommen. Nein, nee, ich will nicht saugen, ich will die mitnehmen. Komm. Wenn ich die hier schon am Wegesrand sehe, dann nehme ich die auch mal direkt mit. Na, ihr komischen Viecher? Geht es euch gut? Boah, ist das ätzend, wenn du überhaupt nicht vorankommst, ne? Ich meine, ja, ich nehme natürlich immer mehr Sachen mit, damit ich dann wieder nicht mehr vorankomme, weil ich dann wieder überladen bin. Also noch immer überladen bin, noch mehr überladen bin, besser gesagt. Oder andere würden jetzt sagen, ich kann den Hals nicht zu voll kriegen oder so. Aber ich meine, warum soll ich immer dreimal hin und her laufen, ne? Ich meine, noch gibt es die Möglichkeit, noch läuft er weiter. Ich werde den Entwicklern irgendwann mal den Hals umdrehen, wenn die auf die Idee kommen, dass man irgendwann gar nicht mehr weiterlaufen kann, wenn man überladen ist. Dann deinstalliere ich das Spiel. So. Nee, das wäre es noch. Also nicht das mit dem Deinstallieren, sondern wenn die sowas einführen würden, würde ich wirklich kotzen. Im Strahl und im Dreieck. Oh Gott. Ich habe immer alles bildlich vor Augen, wenn ich irgendwas sage. Das ist nicht gut. So. Moment. Wir wollen... da eigentlich nicht zu viel nebeneinander machen. Deswegen würde ich gerne eins hier hinstellen. Ach nee, das ist nichts Neues. Ich habe mich gerade schon voll gefreut. Oh, da ist was Neues. War es aber nicht. So, Hartholz haben wir schon mal dabei. Und dann brauche ich... Ach so, das war ein Eisenbarren. Kein Barren. War das ein Barren oder war das ein... Kohle?
wo sind meine Eisenbarren jetzt hin? Jetzt bin ich verwirrt hier. Jetzt hat der nicht beide Schmelzöfen hier. Wo bist du denn jetzt? Ach, da hinten bist du. Was wolltest du jetzt haben? Einen Eisenbarren oder was? Oder? Nee, ein Eisenerz höchstens, oder? Nein. Wir brauchen was, was wir nicht machen können. Ja, du hast mich gefragt wegen Eisen. Jetzt sag doch mal, was Sache ist. Ich brauche Eisenteile. Dafür brauche ich aber dieses Chroma-Zeug und das haben wir noch nicht. Achso, hier habe ich vor allem alles drauf gemacht. Für ein Eisen, da brauchst du 5 Chroma. Ich verstehe kein Wort. So. Oh, der ist schön, der ist schön. Das sieht immer so blöd aus mit dem Fleck da drauf. Aber diesen nass hier. Ich habe hier nochmal Chromais rangemacht, ne? Ja, hier ist auch. Hier die beiden Felder sind auch. Ach, waren die anderen wieder fertig da? Mhm. Das ist gut. Oh, wir können ein richtiges Haus machen. Das ist gar nicht so teuer. Was ist farbloses Glas? Einfach nur Glas oder was? Nennt sich das farbloses Glas? Mhm. Oh, das ist schön und das ist nicht so teuer. Warte mal, stelle ich das dann am besten hin? Wir bauen ja jetzt eh nach links die Felder auf, ne? Dann würde ich sagen, das ist vorne, oder? Siehst du das? Sollen wir das hier so hinbauen? Wie viel farbloses Glas brauchst du? Guck mal eben, sollen wir das hier so hinbauen? Ich sehe gerade nichts, ich bin gerade im Ding. Ja, ich stell's mal dahin. Ich meine, wir können es ja eh abreißen. Ja. 4 Stück Hartholz kann ich reinmachen, dann müsste ich noch 12 Lehm machen. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Dinger noch gar nicht gemacht, oder? Warte mal, ich mache schon mal Hartholz rein. Dann wiege ich auch etwas weniger. Aber ich glaube, überladen bin ich... Ja, überladen bin ich immer noch. Also es ist im Endeffekt total egal, aber... was braucht man jetzt hier genau? 9 von dem Öl. Ja gut, das dauert natürlich erstmal, bis das jetzt gemacht ist. Da. Wie viel Lehm habe ich jetzt gesagt? 12, glaube ich. Ja, dann mache ich das. Ich habe einen Hexer auch nochmal Steinstaub. Zu wenig. Scheiße. Aua. Ja, er macht gerade Steinstaub, aber es dauert noch 2 Minuten. Entweder schlafen wir eben, dann macht er alles fertig. Komm mal, dann schlafen wir eben. Ja, Moment, ich mach das mal kurz rein. Ja, es waren 12. Oh, ich muss überhaupt erstmal bis da kommen. Lauf, bevor die Nacht rum ist. Lauf, lauf. Dieses scheiß überladen sein. Zack. Ha. Wir haben das Spiel ausgetrickst. Ja, wenn jetzt die Viecher kommen, ne? Ich hab nur Wakey, wakey, partner. The crops won't need watering since it's raining today. And that leaves a heap of time for other fun activities. Hä? Tag 31 kommt Unkraut wieder. Aber heute müssen wir auf jeden Fall bewässern. Oh. Heute ist der Tag, wo wir ernten können. Oh. Wir haben den Wasserding läuft. Ah. Ah, ah, ich muss gucken. Ich muss gucken. Warte, ich kann nicht laufen, scheiße. Ah, wie cool. Ich muss da mal kurz ein Bild von machen. Es tut mir so leid, Leute. Heute ist der Tag der Fotos. Wieso kann diese blöde Mäschchen nicht einfach mal stehen bleiben? Also vernünftig stehen bleiben. So, Fotomodus. So, F. Wenn der blöde Epi da mal weggehen würde, wäre das sogar... Kann ich mir anhalten, was ist das? Gutes Bild. So. Ja, jetzt hast du mir natürlich genau im Bild das alles weggesaugt. Ich hoffe, der Screenshot war vorher. Mhm. Hoffe ich auch für dich. Hoffe ich für dich, ja. Und da ist noch Unkraut drin. Das können wir noch nicht machen. So. Zack, zack, zack. Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Sind die eventuell... Ach so, kann man das hier nicht lesen? Sind die eventuell schneller in dem neuen Ding?
Ach, die Vogelscheuche konntest du so bauen. Ich dachte, die. Oder hast du da was von gekauft? Die habe ich gekauft. Bauen? Ach so, dann doch. Kannst du sie jetzt auch bauen? Ja, ja, dann doch. Okay. Ich wollte schon sagen. Was ist das denn? Ein Wrenchbogen. Oh, wir können unseren Eingang damit. Oh, wir können sogar Pflanzen jetzt herstellen. Das sind mal schöne Dekos. Die kann man auch schnell hinstellen. Die mache ich mal hier so in die Nähe von dem neuen, weil das muss ja auch so ein bisschen gemütlich werden hier, ne? So, zack. Pflanzenfaser schon mal reinhauen. Also wir brauchen nur noch 3 Eisenrahmen. Ich brauche noch 4 Lehm. Ach, ich kann ja wieder nicht. Oh, das nervt mich, wenn ich nicht laufe. Was piekst du hier? Ich hab dich entdeckt. Ja, da kannst du dich totstellen. Der piekst hier einfach in unsere Scheune rein. Die Sau. So geht das nicht hier. Ach so, wir haben keinen Sternenstaub mehr. Steinstaub, Steinstaub. Ich brauch ganz viel Steinstaub. So, du hattest doch eben hier welchen rausgeholt, oder nicht? Mhm, oder? Du standst auf jeden Fall hier vor. Ich denke mir mal, dass du dann Steinstaub ja, rausgeholt hast. Ja, habe ich. Stand ich brauche 4-mal Lehm. Mhm. Geh weg da! Also unsere Vogelscheuche hilft nicht gegen die Vögel hier, ne? Ja, oder mach du den Lehm in die 2 Dinger rein, wenn du den eh hast. So, jetzt. Ja, da, die Pflanzen. So, warte mal, das will ich jetzt wissen. So. Hm. Ah, aber wir sollten vielleicht mehrere davon hinstellen. Guck mal. Ich weiß nicht, ob der sich jetzt gerade wieder auffüllt. Aber der ist weniger geworden. Weißt du, was ich meine? Nee. Denken, der Herr, denken. Das heißt, mit anderen Worten, wenn er weniger wird, dass der nicht unendlich viel Wasser hat, logischerweise. Ja, das ist logisch irgendwie. Ja, aber ich habe gedacht, vielleicht hat er ja, vielleicht ist er wie so ein Brunnen angelegt oder so. Muss aber auch nicht gießen, wenn das noch nass ist, alles. Ja, ist aber alles trocken hier. Ist ja logisch, dass ich dann gieße. Ich habe doch gerade alles weggesaugt und jetzt ist alles trocken. Was machst du? Was pflanzen? Nein, der Vogel da hinten, der macht mit mir dieses Spielchen, geh bei grün, halte bei rot oder was? Ich weiß es nicht genau. Der macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst hier. Immer wenn ich den angucke, bleibt er stehen. Da! Da! Siehst du? Siehst du? Ich hab nur das gemacht. Irgendwie sind die ja ganz lustig, aber irgendwie lenken die einen auch ab. Geh mal weg hier. Weg da. Ich brauche hier Platz. Lalala, wir werden Meshfarmer. Also eigentlich sind wir das ja schon, ne? Ist überhaupt was drin in dem Ding? Das sieht so leer aus. Ja, deswegen sag ich noch. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt mit dem Epi spreche. Also, ich weiß, warum er beim Let's Play dabei ist, aber warum ich mit ihm spreche während des Let's Plays, ich habe keine Ahnung. Weil er hört nicht, er reagiert nicht. Er hat die Scheune da hinten zu Ende gebaut und nichts reingesetzt, der Trottel. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ganz ehrlich. wir müssen mal gucken, ob wir da nicht große Sachen reinstellen können, ne? Schmelzofen, Futterofen, wobei die eigentlich alle gut unter den kleinen passen. Aber es kann natürlich sein, dass die auch schneller sind, wenn die unter dem großen. Was ist mit dem Zerhäcksler? Der ist. Warte mal. Nee, der ist zu groß, um das da reinzustellen. Ja, ja. Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, was du hier für ein Öl gemacht hast, aber das klemmt zwischen den Dingern. Aber ist nicht schlimm. Was brauchen wir denn jetzt noch hier für... Ach so, ich muss ja mal endlich die Sachen loswerden, stimmt. Was brauchen wir da jetzt noch für? 3 Eisenrahmen. Hast du die Eisenrahmen schon gemacht? Oder bist du die gerade am Machen? Oder können wir die überhaupt machen? Nein, wir haben kein Eisen mehr. Ja doch, ich habe doch Eisen. Deswegen frage ich ja. Ja, du hast aber im Inventar nur.
Den Rahmen mache. Ah, nee, ich habe aber keine Barren, die habe ich hier eben an. Nee, die konnte ich nicht machen, weil diese dämlichen Dinger hier drin waren. Warte mal, ich brauchte doch Barren, ne? Ich muss mal eben gucken. 3 Eisenrahmen brauchen wir. So, dafür brauche ich 6 Eisenbarren. So. Wehe, da geht jetzt wieder was dazwischen. Es dauert jetzt natürlich eine gewisse Zeit. Da hätten wir jetzt natürlich wirklich den Wechsel zwischen Tag und Nacht jetzt gebrauchen können. Jetzt hat er wirklich sehr wenig Wasser. Achso, ich wollte ja mal... Genau, das habe ich total vergessen. Also eine davon habe ich noch. So, jetzt weiß ich nicht, wie rum die jetzt gedreht wird. Hallo? Hi. So, dann gucken wir mal. Wo habe ich die? Da hinten hatte ich welche. Wobei, ich glaube, ich hatte die nicht hingestellt. Ich glaube, die waren von dir. Ich bin mir nicht sicher. Wir können ja vielleicht... Keine Ahnung, vielleicht hier so. Ist zu, die Muschel. Hä? Wenn sie leer ist, geht sie zu. Du Sau! Jetzt hast du dich verraten. Du hast sie kaputt gemacht. Der Ebi hat sie kaputt gemacht. Wir haben das jetzt alle genau gesehen. Also gesehen nicht so ganz, aber wir haben es alle genau gehört. Mann, geh doch mal weg da. Ich will ja was hinstellen, Mann. Der steht da wie so ein Blöd. So. So. Andere habe ich nicht mehr. Na gut. Push! Wusch! Zusch! Wer sich jetzt fragt, was das genau heißen sollte, es war gameplayerisch. Mit anderen Worten, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß, ich bin überladen. Ich muss die Sachen erstmal loswerden. Ich vergesse es jedes Mal und ich kriege es immer nur mit, wenn ich sprinten will. Das ist doch ein Mist hier. So, Moment. Also, wir haben noch Aluminium. Wir sollten das eigentlich mal alles zusammen in eins reintun, aber es ist mir jetzt gerade aktuell, ehrlich gesagt, egal, dass das hier so Kuddelmuddel ist. Morzel-Dingsbumsöl. Das kann ich gleich auch nochmal machen. Ich habe nämlich noch 42 von denen hier drin. Ich mach mal welches noch. Hier hinten. Ja, aber mach das an einer Maschine, wie gesagt. Ich brauche zwei Maschinen brauche ich noch frei davon. Hä, wieso habe ich das eben nicht machen können? Was willst du sonst für Öl noch haben? Nee, haben will ich gar keins. Ich sag nur, dass ich die machen kann, weil ich hier das alles drin habe. Es ist nur vielleicht ganz gut, wenn wir die generell schon mal machen, weil das dauert halt eine ganze Weile, ne? Ja gut, die brauchen wir im Endeffekt nicht. Machen wir davon nochmal welche. So. Weiß nicht, ob das jetzt nötig war, aber egal. Ich würde sagen, da es jetzt aber auch schon wieder Richtung Nacht geht, dass wir am besten hier auch erstmal einen kleinen Cut machen. Wenn wir... Der Epi ist schon wieder unterwegs. Ich weiß nicht, was er da schon wieder vorhat. Es ist einfach nur grauenhaft mit ihm. Was? Was? Weil wir eigentlich jetzt komplett auch aufhören wollten. Deswegen, ja, wir hören ja auch auf. Ich will noch irgendwas noch holen. Deswegen rennst du auch gerade irgendwo hin, weil wir aufhören wollten. Ja, weil ich nur was gucken will, ob das schon wieder da ist. Eieieiei. Ich sag jetzt mal, wenn jetzt nichts irgendwie noch dazwischen kommt, was irgendwie wichtig ist zum Angucken. Ja, wo ist denn da? Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.